Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Darksiders. Wir sind am überschwemmten Pass. Ja, das ist richtig. Und wir werden den jetzt ganz in Ruhe erkunden. Und suchen in der Zeit oder dabei Ultan. Muss noch kurz was notieren, deswegen bin ich gerade so ein bisschen abgelenkt. Aber jetzt können wir loslegen und den überschwemmten Pass ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Das letzte Mal hatten wir hier schon so einen kleinen Dicky. Den haben wir aber relativ schnell kaputt bekommen. Der hat sich noch ganz so kaputt gelacht. Aber er hat nicht lange gelacht. Oh, kommen wir da schon hin? Ich glaube nicht. Nein. Aber wir haben hier eine Vulkrim-Position gefunden, oder? Ja. Oder? Ja. Ich wollte doch gerade sagen, warum kommt Vulkrim denn nicht? Wie kann ich, bescheidener Händler, dir dienen? Also, ihr seht das blaue Bubble-Ding da. Deswegen kommen wir da noch nicht rüber. Das ist ein bisschen schade. Ja, wäre nämlich ein Bruchteil eines Lebenssteins. Achso, wir brauchen sowieso noch drei, also ist das doch egal. Wir kriegen keinen neuen Lebensstein so schnell. Und ein neuer Gegnertyp hier. Ah, ich wollte die Sense leveln. Sense leveln. Muss ich mir die ganze Zeit vorsagen, sonst vergesse ich das. Obwohl die Sense mit einer meiner Lieblingswaffen ist, vergesse ich das trotzdem. Ganz gerne, die zu leveln. Weil hier können wir uns ja mal den Finisher angucken. Ah, der gleiche. Der gleiche, na dann. Ich finde den überschwemmten Pass total schön als Gebiet. Ich finde alle Gebiete cool. Aber den finde ich irgendwie, hier bin ich gerne. Und nochmal ein bisschen hier. Ich will jetzt gleich einmal kurz was nachgucken, weil mir das echt keine Ruhe lässt. Und zwar bei der Sense. Info. Angriffe. Todsrage. Ich wusste es doch. R, B und Y ist Todsrage. Ich habe mich nicht geirrt. Ich hatte mich ja als... Es gibt Todsrache und Todsrage. Ich war aber so irritiert, weil ich nicht wusste, ob ich Todsrage schon hatte. Ja. Es ist Todsrage. Es gibt sie. Ich habe mich nicht geirrt. Es freut mich gerade total. Also es gibt beides. Komm, den Raben will ich haben. Ach, Mist. Das Rabenviech. Gut. Das haben wir jetzt auch endlich mal geklärt nach ein paar Folgen. Ah, ich wollte doch die Sense nehmen. Ich sollte mir so ein Post-it hier an den Laptop kleben. Mit Sense benutzen. Kommt hier noch jemand runter? Nö, keine Lust. Ist in Ordnung. Dann gehe ich hier weiter mal mich umschauen. Okay, hier sind wir durch. Jetzt gehen wir hier schön am Fluss entlang. Gehen dann mal wohl eine Runde schwimmen. Schwimmen erstmal ganz brav rüber und dann gucken wir uns noch woanders um. Ist hier was drin? Ja. Oh, habt ihr den Angriff gesehen? Das war eben Todsrache und was ich eben gemacht habe, war Todsrage. Aber hier ist gar nichts drin. Aber ich glaube, hier ist doch was drin. Aber das können wir noch nicht sehen. Hier, seht ihr die Umrisse? Okay. Aber den Ort kennen wir jetzt schon mal. Aha. Gehen wir denn als erstes hin? Wo kam eigentlich her? Kam von geradeaus?
Nee, wir kamen doch woanders her. Kam er wirklich von da? Also da ist das Tor, das seht ihr ja. Mit dem sprechen wir mal. War denn nochmal die... Ah, das war das Kreuz. Ah. Genau. Genau so war's. Reicht das? Es reicht. Vergib mir, Freund. Ich würde dich durchlassen, läge es in meiner Macht. Tu für mich, was du für meine Brüder getan hast. Dann werde ich dich nicht mehr aufhalten. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Der Fluch muss gebrochen werden. Dann kannst du hindurch. Finde heraus, wo diese Schattenwesen sich verstecken und töte sie alle. Es kann nicht so schwer sein, sie zu finden. Okay, da sehen wir es wieder. Wir werden jetzt Schattenwesen töten müssen. Das erste, also da wissen wir, dass ein Schattenwesen sich versteckt. Da gehen wir jetzt auch gleich sofort hin, ohne Umschweife. Wir ja schon vom Würgeacker. Na, was müssen wir machen? Gegenangriff. Drücken Sie RB, um Angriffe von Gegnern abzublocken. Starten Sie einen Gegenangriff, indem Sie blocken, kurz bevor Sie getroffen werden. Resultiert in einem starken, schnellen Angriff. Töten Sie 5 Feinde innerhalb der vorgegebenen Zeit und nutzen Sie dafür nur das Abblocken sowie Geschossgegenangriffe. Dafür für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden Seelen als Belohnung ausgegeben. Wird nicht meine Lieblingsprüfung. Ah, zu früh. Nee, wieder zu früh. Okay. Geschafft, einen haben wir schon mal. Na, wer möchte als erstes? Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt noch relativ angeknackst ist. Jetzt lasse ich mich voll doll treffen. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit wir hatten. Aber anscheinend genug. Anscheinend genug. Sehr schön.
Ich wusste schon immer, dass es in dir steckt. Schon, nehmen wir einfach mal mit, auch wenn wir es nicht brauchen. Und Leben natürlich. So, Nummer 1 ist geschafft. Und dann geht's weiter. Geht's denn? Da geht's raus. Okay, alle anderen Prüfungen scheinen dort zu sein. Ah, in dem Haus hier auch. Was war da nochmal tauchen? War B tauchen? Ja, ich will mich hier einmal noch um. Auf jeden Fall was schon mal. Das nehmen wir mit. Okay, wir müssen wieder abtauchen. Aber der Sound macht mich gerade ein bisschen kirre. Okay, auf zur nächsten Prüfung. Ach ja, ich muss auch in den Raum reingehen. Ich habe darauf gewartet, dass ich gesagt bekomme, was ich machen soll. Kriegszorn, generieren Sie Chaos, indem Sie Feinde verletzen. Eine gefüllte Chaosanzeige schaltet die Chaosgestalt frei. Halten Sie LB gedrückt und drücken Sie RT, um die Chaosgestalt anzunehmen. Töten Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit 30 Feinde mit der destruktiven Kraft von Chaosgestalt. Für die verbleibende Zeit auf der Uhr werden als Bonus Seelen gut geschrieben. Da wir ja die Chaosgestalt schon gleich haben, können wir jetzt erstmal schön metzeln. Oh, guck mal, da ist so ein Schlangenviech. So, 10 Feinde, 8 ist. Wir müssen mehr Chaos generieren. Schneller. Ach. So, gleich haben wir es geschafft. Und... sind noch zwei Schlangenviecher da. Oh, schlechter habe ich freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, was das für eine Errungenschaft ist. Guck mal, das ist ein bisschen... Oh, noch ein großes Viech. Schön. Schnell die anderen jetzt alle kaputt machen. So, komm, wir schaffen noch. Wir haben es geschafft. Sehr schön. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Oh, wir haben schon fast wieder 4000 Seelen. Das gefällt mir auch sehr gut. Also, das war unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Ich finde die Prüfung eigentlich ganz cool, weil man dadurch halt so ein paar Angriffe lernt. Auch wenn man sie nicht irgendwie... Auch wenn ich sie nicht einsetze oder selten einsetze. Haben wir hier oben noch irgendwas?
Da komme ich noch nicht ran. Okay. Dann springe ich hier mal runter und tauche nochmal unter und gucke mich nochmal hier ein bisschen um in dem Gebäude. Mal auftauchen. Ist das überhaupt ein Gebäude? Ja. Wo komme ich denn in das Gebäude rein? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ach nee, da komme ich gar nicht weiter hoch, oder? Da war nur diese eine Kiste. Ah, da ist noch eine Prüfung. Verteidiger, halten Sie mindestens einen untoten Soldaten für die vorgegebene Zeit lebendig. Seelen werden für jeden Untoten, der überlebt, als Belohnung ausgegeben. Ach, die soll ich... Ah, okay. Ja, die soll ich beschützen. Fünf Minuten? Okay. Es gibt Gott sei Dank kein Friendly Fire, weil dann würde ich die Verteidiger garantiert alle selbst gucken. Okay, da kommen noch mehr. Jetzt kommen, glaube ich, die Großen. Genau. Hallöchen! Weg da. So, komm, weh. Oh, da ist noch ein Dicker. Lass meine Leute in Ruhe. Lass meine Leute einfach in Ruhe. Sense, magst du bitte reagieren? Danke. Ja, da kommt doch was ganz Großes gerade an. Hör ich doch zumindest auf dem einen Ohr. Ja, da ist er doch. Komm, komm her. Leg dich mit einem an, der in deiner Größe ist, mein Lieber.
Weise. So, da kommt... Ups. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte weiterspielen. Oh, das war sehr unschlau. Oh, einen hat es zerlegt. Oh, schade. Ich habe es immer ganz knapp nicht geschafft. Muss ich ehrlich dazu sagen. Alle sechs am Leben zu halten. Das ist voll schade, aber okay. Es soll ja mindestens einer überleben. Und ich denke, das bekommen wir noch hin in den letzten 20 Sekunden. Noch ein paar Seen abgrasen am besten. Oder? Chaosfresser hat einen Stufenaufstieg. Sehr schön. Dann können wir jetzt ein bisschen weiter mit der Sense machen. Und noch eine Sekunde und wir haben es geschafft. Fünf sind am Leben geblieben. Schade, dass wir den eigentlich noch mehr am Leben lassen konnten. Aber okay. War in Ordnung. Wie viele Seen haben wir denn jetzt eigentlich? Kann ich das irgendwo sehen? 5400. Unterhaltsam. Können wir das noch einmal machen? Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Zornesfähigkeiten einsetzen können. Bei den Dicken. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das immer so doll aufspare. Da hier gerade gespeichert wurde und wir schon wieder über 20 Minuten sind, mache ich hier einen Schnitt. Die letzte Prüfung machen wir in der nächsten Folge. Gucken uns hier noch ein bisschen um. Und dann suchen wir weiter Ultan. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.